So, da sind wir wieder bei Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Bevor wir jetzt im nächsten Gebiet weitermachen, habe ich mir was überlegt und vorgenommen. Und zwar hätte ich gerne mein Doppeldrachenschild wieder. Und werde nachher wieder auf das Schild umschwenken. Sobald wir es auf plus 10 boosten können. Könnten wir eigentlich, oder? Nein, nicht direkt. Uns fehlen 4 Brocken. Egal, wir reisen jetzt erst einmal vom Majula aus wieder ins Schloss. Da haben wir alles abgeschlossen, wie man da unten sehen kann. Hier die nächsten Gebiete sind noch alle ziemlich offen. Wir reisen jetzt in den Schrein von Amana zum Gebetsturm. Und damit kommt der lustigste Teil des ganzen Spiels. Und das meinte ich jetzt ziemlich sarkastisch. Also ja, abgesehen davon, dass das Gebiet recht hübsch aussieht und jemand im Hintergrund singt, ist das Gebiet selber nicht sehr freundlich. Der Anfang geht noch einigermaßen. Hurra für irgendwas? Ja, für den Stein. Wie so ein Felsbrocken wie ein Traum. Ja, gut. So, wir gehen erstmal durch diese Tür. Dort erwartet uns schon so ein weißer Wächter. Man sieht, die sind recht stark. Versucht angreifen. Ja, das versuchen wir. So tun wir nämlich den Gegenstand da mal nach unten befördern. Darunter. Müssen wir nur daran denken, dass wir nachher dorthin müssen, ihn abholen. Und ja, hier versteckt sich ein Basilisk hinter den ganzen Kisten. Oh, und wir werden von einem Forlorn invasiert. Also von einem Verlassenen. Ah, oh, und auch noch die große Sensenversion. Das könnte garstig werden. Vor allem, weil hier nicht gerade sehr viel. Uah, genau. Sehr viel Raum sich zu bewegen ist. Gut, tot in den ersten 5 Minuten. Nicht so schön. Also holen wir uns jetzt unseren Seelenhaufen wieder. Den Gegenstand müssen wir zum Glück nicht nochmal runterboxen. So. Du kannst ruhig mal schlagen. Wenn man nämlich auf die Idee kommt, ihre Angriffe mit dem Schild abzuwehren, sind sie gar nicht mal so schlimm, die Gegner. So, weg mit dir. Und der Verlassene, der scheint nicht nochmal zu invasieren. Naja, egal. Wir werden sicherlich noch oft genug von ihm invasiert. So, 2 verweckte Dämmerungskräuter und ein Skeptikergewürz. Das ist okay, soweit. Das heißt, wir können hier die Tür zumachen. Und weiter nach unten. So, da ist ein Gegenstand versteckt. Und da funkelt es. Ja, funkeln ist ein sehr schöner Warnhinweis, dass sich dort eine ziemlich garstige Art von Gegnern verbirgt. Nur leider taucht das Funkeln nicht immer auf. So, jetzt müssen wir vorsichtig hier rumgehen.
um an das hier ranzukommen. Ein Flammschmetterling und ein glitzerndes Titanit. Ist recht schick. Und vielleicht bleibe ich doch lieber beim Turmschild, weil das habe ich jetzt schon auf Stufe 10 gebracht. So, genau, die sind nicht sehr aggressiv, solange das Zeug um sie herum funkelt. Wenn es aufhört, um sie herum zu funkeln, dann müssen wir aufpassen. Also das Funkeln soll ein Glühwürmchen sein. So, zwei Menschenbilder. Und ja, der hat uns entdeckt. Deswegen machen wir ihn mal schnell weg. So, noch weg mit dir. Da ist erstmal alles recht sauber. Ah, hier drüben ist noch einer und da ist noch einer. So. Was ich übrigens noch nicht erwähnt hatte, was eigentlich ich das letzte Mal schon erwähnen sollte. Wir haben ja oben in Schloss Dwangleic gegen den Spiegelritter gekämpft. Und der Spiegelritter hatte, wie man gesehen hat, einen großen Spiegel als Schild. Und aus dem Spiegel hat er Phantome beschwören können. Was wieder meine Theorie mit den Spiegelreisen am Anfang des Let's Plays untermauert. So, die Musik hat aufgehört. Die Glühwürmchen sind verschwunden. Und die Jungs sind jetzt aggressiv. So, eine Urne. Weg. Das heißt, wir sehen sie erstmal nicht mehr. Diese garstigen Viecher. Und sie sind aggressiv. Also ja, wir können sie immer noch gut anvisieren. Aber das war's auch schon. Weil wir uns dieser Hütte genähert haben, hat die Musik, das Lied aufgehört. Hier drin sitzt nämlich eine Frau. Ähnlich der Frau, die wir im Turm des Schlosses gefunden haben, hinter dem interessanten Käfig. Was hast du uns zu sagen? We knew you were coming. And stop singing. Ja, sie sagt schon, dass sie uns dass sie gehört hat, dass wir kommen und hat aufgehört zu singen. We are Milfinito. We are here to sing to those bound by death and dark. Eine Milfinito. Erkennt jemand das Wortspiel darin? Achtet mal nur auf die letzten vier Buchstaben des Namens. We will sing here forever. As we always have. From long. Long ago. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Also ja, sie sind im Schrein von Amana gefangen. Amana, nicht Amana. Und tun nur singen. Do you seek King Vendrick? But what is a king, after all? We know nothing of the world outside, for we will never leave him. Ja, entweder will sie uns das ständig in Gedanken führen, dass sie keine Ahnung hat, was da draußen vor sich geht, oder sie ist wirklich traurig, dass sie nicht raus darf. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help.
Glatter seitiger Stein. This is all that we can do. When we sing, the little ones grunt. This is. Okay. Das heißt, wenn wir jetzt wieder hier rausgehen oder uns etwas entfernen, müssen sie gleich wieder zu singen anfangen. Hoffe ich mal. Ja. Und dadurch, dass sie wieder singt, sind die hier alle wieder friedlich. Jedenfalls die ghoul-ähnlichen Wesen, die sich hier im Wasser verstecken. Die jedoch sind nicht friedlich. Die Erzdrakenwächter. Und ja, wir müssen da hinten hin. Das kann doch richtig lustig werden. Und wir haben beide angelockt. Wow. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr. Das ist nicht so gut. Jetzt habe ich wieder einigermaßen. So. Die sind weg. Also kann ich in Ruhe mir erstmal die Sachen hier aufsammeln. Und weitere von denen töten. Und ja, hier ist... Man kann es wahrscheinlich kaum erkennen, nachher, vor allem wenn nachgerendert wird oder es abgedunkelt wird. Aber hier ist Ende im Gelände, mal wieder. Also da geht's tief runter in die Verdammnis. So, du kannst doch weg. Ja, die Jungs droppen manchmal auch gerne mal Menschenbilder. Das heißt, wenn man unbedingt Menschenbilder braucht, könnte man die hier unten theoretisch einigermaßen farmen. So, und der hier verteidigt eine Kiste. Du bist ja hoffentlich eine Kiste. Ja, bist du. Mit einem Drachenamulett darin. Brauchen wir jetzt nicht so unbedingt. Das ist ein Heil-Item, was Vergiftung heilt. Und ja, da ist wieder eine ganze Truppe von diesen Kerlen drin. Die alle recht angriffslustig sind, aber zum Glück nicht ganz so aggro dank dem, dank den Glühwürmchen. Hier steht sicherlich wieder Zwerg oder so. Aufgeben, Dickwanst. Ja. Das hier ist auch nur Verzierung. Ich will hier raus. Nicht hier. Skelett versucht Rüstung. Wie auch immer. So, du bist eine normale Truhe. Also machen wir dich auch auf.